Moin, moin, am Dienstag. Jo, wir sagen einfach Dienstag, wenn Mittwoch ist, ist es auch nicht so weit weg mehr, ne? Ja, moin, moin. Die Wäsche ist schon auf Schleuderprogramm. Gestern Nacht ging es mir richtig gut, da war ich richtig so mal schmerzfrei. Ich bin so gassi gegangen, habe gedacht, na, tut dir irgendwas weh? Nö. Das ist auch mal schön, ne? Und irgendwie ist alles schief hier. Moment mal. Ha, ich musste eben einmal den Schleudern abwarten und habe mir jetzt, kennt ihr die Massagefee? Oder, ja, die heißt Massagefee. Was sagte Sven letztens? Er hat in der Firma eine Massagefee bekommen. Nicht so eine Teilmassage oder so, sondern dieses Ding. Dann habe ich dann auf YouTube geguckt und da gibt es auch Videos von. Und da habe ich gesagt, oh, bring mal mit. Und er sagte, er hat das gleich in den Spind geschmissen. Es ist hier, achte auf dich. Gönnen Sie sich mit der Massagefee in nur wenigen Minuten effektive Entspannung. Das tut genauso gut wie dieser Kopfkribbler. Hier sind dann so ein bisschen beschrieben und auf YouTube gibt es so einen Sportmediziner, Sportorthopäde, was weiß ich, der das Ding nochmal vorstellt und das ist so schön, dass man eine Gänsehaut kriegt. Die Massagefee. Vor allen Dingen praktisch, es gibt ja so eine groben, klobbigen Elektromassagegeräte, die aussehen wie eine Dusche von 1964 und die sind ja viel zu schwer. Und auch dieses hier kann man auch mit dem Fettarm gut halten. So, da muss man nicht sich verbeugen. Es geht hier um diese total verhärteten Nackenmuskeln. So, da hängt man einfach so wie so ein bisschen so Gewicht. Und dann gibt es hier ja diese Punkte. Und die kann man dann selber so mit ein bisschen Bewegung weich. Wie so ein Fleischweichmacher. Natürlich nicht direkt auf der Wirbelsäule und auch nicht direkt an der Halsschlagader, sonst liegt ihr nachher unterm Halsrohr. Aber es tut echt gut. Gerade so hier, wo man diesen Wallbuckel hat, so daneben. Oder hier oben drinne. Nur wie gesagt, nicht da, wo, ne? Sondern hier so. Und dann so ein bisschen bewegen, nicht verspannen. Eine Wohltat, sage ich euch, eine Wohltat. Die Massagefee. Dieses Video kann Werbung enthalten. Dann habe ich gestern Post gekriegt. Ich habe sie auch schon geöffnet und zwar von Trudy. Die wollte mir ja gerne ein Buch schicken und ich habe mich riesig drauf gefreut. Wer freut sich nicht? Ich habe mir hier Trudys Adresse einmal abgeschnibbelt. Und zwar ist das dieses Buch hier, Anatomische Zeichenschule Mensch. Da kann man echt fast Doktor werden. Die Anatomische Zeichenschule Mensch bietet über 400 Detailzeichnungen von einem Meister seines Fachs, dem Ungarn Andras Csongor, einem fundierten Einblick in den Körperbau des Menschen. So wie man, wie die Knochen aufgebaut sind, die Sehnen und natürlich auch so, wie man so verschiedene Augen dann zeichnet. Und Schattieren ist ja das A und O, ne? Ich ganz lieben Dank, Trudy. Hier verschiedene Münder. Hier vom Skeletor und dann in diesem, ne? Das ist was zum Schmökeln. Füße, jeder einzelne Körperteil ist da drin. Wie voll toll. Der Mensch ist schon hässlich eigentlich, ne? Ich meine, das ist schon faszinierend, aber sich mal so vorstellt. Wenn man das jetzt so sehen würde,
anstatt jetzt das so, ich meine, man hat ja was an, aber stellt euch mal vor, alles so Skelette würden einkaufen gehen. Eigentlich, ne? Eigentlich gehen ja Skelette und so einkaufen und fahren Autos. Das andere ist ja so nur die Haut. Dann war da noch was drin, und zwar Strickhefte. Liebe ich ja auch, ne? Mir war immer zu geizig. Obwohl, wenn man die ausgelesen hat, so wie Trudi mir sie jetzt geschickt hat, kann man sie auch weitergeben. Bille und Gitte und wer nicht alles. Hier einmal online, Frühjahr, Sommer, Trends, ganz tolles Top. Hier sind auch so tolle mit Lein knittert edel drin und auch mit, ne? Vamos a la Playa. Hübsch. Und dann noch eins von Filati, das ist die Linea Pura. Die finde ich zum Beispiel ganz toll. So Erdfarben, Sahara, marokkanisch angehauchtes Tüchlein, das ist da drin. Dann kreativ stricken, neue Modelle zum selber stricken und häkeln, coole Unikate, Favoriten der Saison. Ist ja immer zeitlos, so ein Blätterpulli und so. Hm? Strick mir ja jetzt nicht aber im Pullover, oder? Obwohl es ja auch nie out. Ah, hier sind. Aha. Hier hat sie. Ich weiß nicht, Trudi, brauchst du die Notizen noch? Hier sind Notizen drin. Ja, schöne Sachen. Auch dieses Pastelltuch. Und Strickkreation. Westen, Kleider, Jacken, Kindermode, Mützen und vieles mehr. Mit Vereil. Handstulpen. Fäustels. Hier, die ich gemacht habe, aber ich habe sie ohne Zopf gemacht. Für Kinder finde ich auch ganz toll. Ganz lieben Dank. Dann waren da noch drinne Schoki. Haben schon meine Söhne und Sven gefragt, was das denn ist. Lind, hello. Kranz Nougat. Nougat ist ja immer Sven, ne? Dann Strawberry Cheesecake. Und dieses Jahr hatte ich mir mal geholt Karamell Brownie. Aber als Tafel Schokolade. Kann ich reinlegen. Und das war immer noch nicht alles. Moment. Ein Silberlami-Beutel. Und da drin zwei Maschenmarkierer. Die kommen nachher an meine Strickarbeiten. Und jetzt schleudert die. Das schleudert jetzt so unrund, weil da so Handtücher. Jetzt haben sie sich, ne, ihr wisst. So, in 10 Minuten muss ich GASSI. Was liegt heute an? Pute haben wir gekauft, hast du gesehen, ne? Pute. Ich dachte, wir essen zusammen. Nee, ich wollte Schwabschichi essen. Und morgen das mit der Pute dann essen? Ja, können wir machen. Okay. Da bin ich auch Chewabbi eingestellt. Was hast du denn?
Oh, Alter, Gollum. Ja, oh nein. So, ich werde mal meine Sachen verräumen, den kleinen Schluck Kaffee noch trinken. Was mich sehr freut, muss ich noch mal eben sagen. Gestern habe ich ja Kommentare kommentiert. Und ich weiß jetzt nicht den Namen von dem Kanal. Jedenfalls schrieb, ich glaube, eine Sie ist das, denke ich mir mal. Kann auch ein Er sein. Die gucken mich mit mehreren Leuten. Und ja, sie ist auch jünger. Und das macht einen ja dann auch stolz, ne? Ich meine, so gleichaltrig unterhalten ist auch schon toll, aber dass auch Jüngere sagen, du guck mal da, die durchgeknallte 50. Nein, ich bin noch nicht 50. Ich bin erst 49. Ja, da bestehe ich auf die Zahl. Ansonsten habe ich auch geschrieben, ne? So, der Körper fängt so an zu hängen, ne? Man kriegt schlaffe Oberarme, schlaffe Pobacken und so, aber die Seele, also das wird ja nicht alt. In vielen Fällen erfahrener, das kann ich von mir sagen, ich habe für mein Leben schon gelernt, können aber auch nicht alle fast 50-Jährigen sagen, es gibt immer noch welche, habe ich auch geschrieben, die sind dumm wie Brot. Zuschauer natürlich ausgeschlossen. Ey, was wollte ich noch erzählen? Ach ja, so mit Fremdenhass hier und da, ne? Braucht man sich eigentlich gar keine, als Fremder braucht man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, wenn man mal sieht, wie innerhalb Deutschland sich die einzelnen Bundesländer ja eigentlich schon so bekriegen. Nicht direkt bekriegen, aber so, ich sag mal, Hamburg gegen Bremen. Es ist zum Beispiel beim Fußball, ist Hamburg, Bremen ist, wenn ich sagen tödlich, aber echt schon heftig. Oder Hamburg-München, München-Hamburg. Das ist auch so eine, ich weiß es nicht, warum es so ist. Ich weiß es nicht. Ja. Auch so, dass die Süddeutschen immer behaupten, wir Norddeutschen hätten keinen Humor. Oder wie Amerikaner immer denken, dass Deutsche nur Sauerkraut und Weißwurst fressen. Stimmt nicht. Ich esse auch nicht diese Lutschewurst. Zutzeln nennt man das ja. Wurstel. Die bayerische Weißwurst zutzeln. Ist auch nicht so meins. Wenn ich eine frische Brühwurst habe, eine Bratwurst, und ich quetsche da das Brät raus, das wird dann entweder in Suppe gekocht oder gebraten. Aber ich zutzel nicht da an irgendwelchen Därmen rum. Das ist nicht meins. Ja, wollte ich nur mal so gesagt haben. Also das ist so, ne? Es mögen sich, kann man ja immer enger ziehen. Also innerhalb Deutschlands, innerhalb Stadtteilen, früher hier Höhenkoppel gegen Dübheit, ja, als Beispiel. Oder Nachbarn direkt auch, die sich dann bekriegen und vor Gericht wiedersehen. Das ist typisch deutsch. Genau, danke Alex. Wollte ich nur mal sagen. Das ist so drin. Auch so, die Deutschen lieben es, um ihren Strandkorb eine riesenhohe Mauer zu bauen. Einzäunen. Die Deutschen zäunen gerne alles ein. Das tut nicht jeder Mensch. Schweden, denk mal an Schweden. Da gibt es noch dieses Frei, dass du da so und so lange darfst du da in den Gärten der Leute. Darf man unter Umständen auch wild campen, sozusagen. Das machen wir hier, geh mal irgendwie in der Elbvororte und bau mal da deine Strandmuschel auf. Entweder wirst du
weggeballert oder es kommt gleich die Security oder die Polizei. Oh, geiler Wallis sind auch schon wieder da. Ui, Haare färben. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Wenn das jetzt frischer wird, Christine sagte, nächste Woche soll Schnee kommen. Na, vielleicht in den Voralpen. Obwohl, man weiß es ja nicht, ne? Jedenfalls setze ich dann einfach eine Mütze auf. Manchmal habe ich so keinen Bock auf Haare färben. Obwohl, das sieht ja echt gruselig aus, ne? Egal, ob schwarz oder blond. Bei blond finde ich das halt auch ganz schlimm, wenn die so buttergelbe Haare haben. Also nicht so richtig schön skandinavisch blond, sondern Butter. Wie ranzige Butter. Und haben dann so einen Straßenköteransatz. Viele Polen haben das. Nicht alle, aber viele. Und ich habe es eben halt mit schwarz, ne? Ja. Müssen wir ein paar Bälle schmeißen. Die Hus warten. Und nicht nur die Hunde warten, sondern hier unser Freund auch. Eben kam dieses Frachtflugzeug. Ich glaube, dienstags und donnerstags kommt das immer. Wir kämen dann immer dienstags und donnerstags, Loriot. Das flog so dicht, ne? Da hätte ich fast den Piloten erkannt. Nicht ganz, aber die warten. Ja, wo bist du denn? Ach da. Geier. Ah, da ist der Altvogel. Naja, aber ihr tanken müsst ihr euch jetzt nicht. Alten Geier, voll die Hauben. Hier. Ah, ein paar klein machen. Na? Kra-kra. Hier, Muffin. Komm her. Ja, fein. Na, hol's dir. Na, los. Ja, mit. Von der Gassi-Runde wieder zurück. Was heißt alle? Auffüllen. Habe ich jetzt hier auf dem Tisch liegen. Aus der Ecke habe ich mir meine Kastanien rausgewühlt. Die werde ich jetzt auch wegtun und die Vase abwaschen. Halloween-Deko brauche ich irgendwie schon. Also draußen für Trick or Treat, ja, aber hier drinne brauche ich keine Kürbisse mehr. Ist ja schon bald Weihnachtsdeko. Neue Wäsche. Die andere ist in der Stube, die muss ich aufhängen. Ja, Crispin und Alex essen halt Schiwapschischi. Machen wir denn irgendwas? Das tut da so gut. Ja. Da muss ich einmal Staub wischen. Ich weiß nicht, wo bei uns immer der ganze Staub herkommt. Naja, doch, weiß ich schon. 4 Erwachsene, 2 Hunde, 1 Kater. Aua. Ah ja, au, ah, oh, oh. Da ist ein Wahnsinnspunkt. Aber wenn man das so ein paar Minuten macht, es lockert sich. Da habe ich ja sonst auch mit einem Massageball an einem Türpfosten oder an der Wand. Das ist nicht so effektiv.
Am effektivsten war das immer, wenn Bille von Kopf bis Fuß die einmal so durchgewalkt hat. Oder letztens Melli. So eine Nacken-Rücken-Massage, herrlich. Das könnte ich stundenrund ab. Eine Stunde wäre zu wenig. Locker lassen. Das ist ganz locker und das tut schon weh. So. Und dann so ein bisschen kreisende Bewegungen machen. Da nicht. Aber da. Mal gegen gleich. Nee. Kann man dann auch mit der Hand halten und hier den Arm so hängen lassen. Kommt gleich richtig durchgefallen vor. Oh. Gerade für Bastler, Stricker und Häkler und so. Auch vor und so vor oder nach dem Wannenbad auch bestimmt angenehm. So, ich muss mal den Tisch freiräumen, den will ich einmal. Hä? Mit Sagrotan absprühen und einweichen und abwischen. Normal nimmt man ja dann immer nur einfach mal Lappen und wischt drüber. Was ist manchmal nicht genug für mich. Mal die Glasplatten hoch. Und dann kommt meine Häkeldemonstrationsdecke drauf. Ich mag gerne so eine Häkeldecken. Die hier, die habe ich vom Flohmarkt aus dem Tierheim Süderstraße mal. Moin, moin, am Donnerstag, 25. Nein, Oktober, im Jahre des Herrn 2018. Ja, 25. Oktober. Dann war das Jahr fast rum, ne? Übermorgen hat unser Söhnchen Geburtstag, der kleine Pupsi. Dann wird er volljährig. 18. Früher war es ja mal 21. Ja, heute will er mit seinem Vater dann Getränke kaufen für seine kleine Sit-in-Party. Da holt ihn dann der Vater nach Feierabend ab. Schnattert er von Harburg nach Arnsburg. Blutverdünner. Ich warte auf Easter. Nicht Easter la Vista, sondern Easter. Das sind die Heizungsröhrchen-Männchen. Und die sind aber auch für die Feuermelder in den Saarger GWG-Wohnungen zuständig. Die waren zwar erst da und haben so Geräte ausgetauscht und so, und jetzt ist nochmal eine Prüfung. Das ist voll nervig. Wir werden mal hoffen, dass der hier gleich mal aufschlägt. Dann halten die da so einen Stock hin und dann piept das. Ja,
Ich werde dann gleich schon mal, es ist ja jetzt erst 20 nach 11. Wäsche wäscht, abgenommen habe ich, gefegt habe ich. Hier ist Putzeimer. Hier ist Orangenreiniger. Der heißt Mellis Orangenreiniger. Und der riecht, den möchte man sich am liebsten in eine Duftlampe hauen, sagte Alex letztens. Kannst du den nicht in deinen Aromadiffusor machen? Ist ein nice Reiniger. Dann brauchen wir Orangenöl. Ist er das da jetzt? Bleibt er da jetzt hocken in seinem Kastenwagen? Kann er jetzt mal kommen? Wehe, das ist er. Und wehe, der fängt ganz oben an, nicht hier unten. Ich fange ihn ab. Mit dem Regenschirm wieder reingezogen. Man muss den Hund dann festhalten. Oh, ihn geht auf Kiele. Hatte er letztens, ich weiß nicht, ob es der gleiche ist, gesagt, können Sie bitte den Hund festhalten? Ja, mach ich. Also das dauert nicht so lange. Heute gibt es bei uns Putengeschnetzeltes. Wahlweise mit einer Handvoll Pommes oder mit 5 Kroketten. Das ist alles abgezählt. Und hier ist das Stück Pute. Jetzt muss ich noch schnetzeln. Und geschnetzelt ist mit Reis, Gemüse. Und jetzt hört mir auf mit schmecken alle gleich, alle Soßen und so. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal irgendwelche Maggi- oder Knorr-Tüten hattet, aber die schmecken nicht alle gleich. Ich meine, es gibt welche, die schmecken echt grottig. Aber so geschnetzeltes Zürcher Art, da kommt dann geschnetzeltes rein und Champignons, wenn man möchte. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe und Farbstoffe. Dafür aber mit E605 angereichert. Quatsch. Wie machen wir das denn? Geschnetzeltes in etwas heißem Öl bei starker Hitze anbraten, herausnehmen und warm stellen. Champignons putzen, Scheiben abtropfen lassen, Bratfett anbraten. 250 ml kaltes Wasser zugießen, Beutelinhalt einrühren und unter Rühren aufkochen. Eine Minute köcheln. Geschnetzeltes zufügen und in der Soße heiß werden lassen. Und es schmeckt. Schmeckt. Lass mich auch nicht von abbringen, wenn ich das immer höre. Ja. Aber gib bloß nicht diese Tüten, oh, diese Tüten. Und diese Raucher, diese Tüten, diese Hunde. Der ist ja wohl immer noch in seinem Auto drin, ne? Das wird ja wohl doch keine Mittagspause sein, ne, Freundchen? Irgendwie sind meine Finger so trocken, dass ich drück hier drauf, ne? Das ist ja ein neues Handy jetzt, ne? Das ist ja sogar mit Fingersensor zum Entsperren und Entriegeln und so, ne? Kann ich gar nicht machen. Habe ich dann gemacht, immer draufgehalten, nochmal, sondern sollte das eingestellt gewesen sein. Meine, ich habe das entsperrt gekriegt mit dem gleichen Finger. Deswegen, die sind so trocken, das muss ja so ein bisschen Grip haben, ne? Und das haben meine Finger nicht. Vielleicht vom Stricken. Vielleicht soll ich sie mal in Wollfett baden oder so. Wisst ihr, was mich jetzt schon wieder nervt? Da. Seht ihr das?
dass es sich so regulieren will. Hell, dunkel, hell, dunkel. Das sind keine Wolkenfetzen, die hier langziehen. Ich wohne nicht in Transsilvanien. Das ist die Einstellung von der Kamera. Ist das der Weißabgleich oder was? Das ist doch alles automatisch da. Immer hell, dunkel, hell, dunkel. Oh, wie nervig. Finde ich nicht toll. Was habe ich denn gestern? Ach so, ja. Mit diesem Spiegel verkehrt auch. Ich glaube, da habe ich jetzt einen Knopf gefunden. Ich glaube, jetzt bin ich nicht mehr spiegelverkehrt. Ich finde, dadurch hatte ich auch ein bisschen schiefen Mund. So wie so ein Schlaganfall. So. Klopf auf Holz. Ja. Und im Auto sieht das aus, als wenn ich fahre. Das habe ich jetzt aber weggekriegt. Aber jetzt hell dunkel. Hell. Hell. Dunkel. Ja, ich werde mir mein Fleisch packen und mal in der Küche schon mal die Soße machen. Dann brauchen wir nachher nur Kroketten. Natürlich alles selber gemacht, ne? Die Kartoffeln habe ich vom Acker selber geerntet und geschnitten. Die Kroketten habe ich durch die Presse gehauen, geformt und paniert, ne? Bin halt so erzogen, wir sind so aufgewachsen. Nichts ging über einen guten Braten am Wochenende, am Sonntag. Rinderbraten, Rinderschmorbraten, Sauerbraten, Schweinerolle, Schweineschulter, Schweinerolle im Netz. Wir haben uns fast gekloppt um das Gumminetz da drum, wer das ablutschen darf. Von Hand gewickelt fand ich gar nicht so toll. Ich fand die in dem Gumminetz immer toll, weil da blieb mehr dran hängen. Und das waren auch kleinere Kästchen in der Kruste. Man merkt mal so, wie alt man geworden ist, ne, wenn man so Nachbarn teilweise sieht. Juckt hier, was ist denn da los? Ja, nützt nichts, ne? Ich quengel nicht mehr in die Küche. Kato! Der alte Knacksack war da. Nein, der war ganz nett. Und ich gehe jetzt 10:55. Gassi! Yeah! So! Hab ich halt Glück. Vorhin hat es ganz schön geregnet. Aber wenn Engel reisen, ne, da reißt auch der Himmel auf. Noch ein bisschen die Hose. Was hast du da, Muffin? Pfui! Pfui! Hier! Achso, Maiskolben. Den darf sie. Nicht, dass sie da irgendwelche anderen Sachen hat. Ich weiß ja nicht, was für Verrückte hier so rumlaufen, ne? Ja, Essen ist soweit fertig. Der Plan erfährt eine Änderung statt. Pommes und eine Handvoll Kroketten gibt es. Reis, für jeden einen kleinen Beutel Reis. Und Gemüse und Reis. Oh, geht doch nicht in Italien, ich werde es nicht vergessen. Immer wenn ich Reis koche, muss ich an den Bayern denken, Reis. Und Gemüse und Fleisch, Fleisch. Ich meine eben, ich habe eine Büffelhornpfeife gehört. Das sind ja die richtigen Hundespezialisten. Mit dieser Pfeife gibt es auch nur im Hundefachhandel. Und komischerweise die Herrchen und Frauchen, die sie hier so haben, ne? Die Hunde hören gar nicht auf diese Pfeife.
Oha, da hinten gibt es aber noch wieder was. Da ist der Himmel aber richtig schwatt. Naja. Wir haben hier noch volle Sonne. Und eine Wonne. Scheiße, was kommt da denn? Es war nur ein Kollege. Einer von Muffins Konsorten. Es gibt ja diese langhaarigen, schlankeren Retriever. Und dann gibt es auch die ganz bulligen. Und Muffin ist so ein Mixi. Es gibt ja so sportivere. Aber die sind auch fast weiß. Ganz hell. Ich finde sie alle niedlich. Komm mal her, Mappe, ich lass dich noch mal eben los. Mach noch mal dein Geschäft. Feine Muffin. Aber ich würde sie nie an der Straße laufen lassen. Beide nicht. Fein! Ja, ich hol schon mal einen Ködelbeutel. So, Anwälte, und dann noch kommen meine Kölner Polizisten. Ich bin schon hier am Schmatzen. Sehr lecker. Stößchen. Und bis dann.